Schwierige Verhandlungen stehen da also in Brüssel bevor. Zum Ausgleich widmen wir uns heute noch der Gerechtigkeit, und zwar der im Tierreich, nach den Meldungen des Tages. US-Präsident Trump will den von seinem Vorgänger Obama geschlossenen historischen Deal mit dem kommunistischen Kuba wieder rückgängig machen. Bei seiner Rede in Miami kündigte er eine Verschärfung der Reisebestimmungen für US-Bürger und ein Verbot von Zahlungen an Kubas Militär an. Die diplomatischen Beziehungen mit Kuba sollen aber aufrecht bleiben. Der Anführer der Terrormiliz IS, Abu Bakr al-Baghdadi, ist möglicherweise tot. Laut dem russischen Verteidigungsministerium könnte er bei einem Luftangriff auf die syrische Stadt Raqqa Ende Mai getötet worden sein. Gerüchte über seinen Tod gibt es immer wieder, bestätigt ist dieser aber noch nicht. Nach einschneidenden Reformen bekommt er den die dringend benötigte Kredittranche, um im Juli milliardenhohe Schulden bedienen zu können. Die Euro-Finanzminister haben eine weitere finanzielle Hilfe in der Höhe von 8,5 Milliarden Euro für Griechenland freigegeben. Mittelfristig könnte es sogar Schuldenerleichterungen geben. Die Teuerung in Österreich ist im Mai leicht zurückgegangen, von 2,1% im April auf 1,9%. Hauptgrund dafür ist, dass der Spritpreis wieder etwas gesunken ist. Spürbar teurer geworden sind im Mai vor allem Restaurantbesuche, aber auch Mieten und Nahrungsmittel.